Herzlich willkommen zu Andreas Hobby. Ja, heute geht es darum, dass wir hier dieses Bauernhaus klonen, hier noch die zwei Fenster einsetzen und aus dem Haus eins mit den Farben zaubern. Los geht's! Ja, zuerst mal sind die Fenster drin und die Läden alle offen. Meine Kinder machen die immer wieder zu. Dann seht ihr das neue Gebäude, genau, Ständerbauweise. Jetzt sind schon Fenster und Türen dran und die erste Reihe an Balken sind montiert. Zwischenstand mit der komplett unteren Seite bis auf die oberen Balken. Ich habe hier noch so Designelemente eingebaut. Ja, und das Einzige, was halt hier nicht ganz optimal ist, ist hier, ich habe keine Zweier Blades in 10, deswegen habe ich diese Blade Modified hier eingebaut. So, die Mauerung ist komplett fertig. Ja, ihr seht hier leider ein kleines Loch. Da fehlt mir noch ein Technikteil. Wo ich irgendwas festmachen kann, dass es cool aussieht am Ende, irgendein Rad oder so. Aber auch momentan Räder in Rettichbraun sind irgendwie Mangelware. Da muss ich mal warten mit dem Bestellen. Das Dach habe ich ja angedeutet, also das sind hier Bluebricksteine, ganz okay. Da habe ich mir ja hier in, ja, das ist Dark Red, sieht hier etwas heller aus gerade und schwarz. So, die Balken sind komplett gezogen, die Fenster sind drin. Ein kleines Problem habe ich jetzt noch festgestellt. Hier gehören natürlich Fensterrahmen in 10 rein. Naja, und das eine Fenster habe ich wohl gerade falsch rum eingebaut. So, jetzt die Fertigstellung des Hauses. Also, das Haus ist übrigens angelehnt an ein Fachwerkhaus von Bob Brickman. Und ich mache jetzt das Dach drauf. Hochzeit bzw. richtfest. Mal gucken, wie die Stabilität ist. Ist okay. Ich muss es nochmal drehen und ganz fest machen. Und zum Schluss noch der Schandstein. Fertig ist das Haus. Ja, bin mit dem schwarzen Dach nicht ganz zufrieden, aber ist okay für den Anfang. Und fertig ist das Haus. Und jetzt werden die mal in Position gebracht. Ja, kleiner Schaden beim Wegmachen. Ich habe halt hier nicht durchgängig mit Blades gearbeitet, sondern hier mit dem 1x5er Brick. Und deswegen lässt sich das nicht ganz so gut wegmachen wie das, wo hier unten komplette Blade-Struktur ist. Ja, vielleicht ändere ich das nochmal. Und spricht aber auch für die gute Klemmkraft dieser China-Steine. Ja, fertig. Generell nochmal was zur Stabilität. Hier oben sind 1x12er Bricks drin. Die habe ich sehr günstig bekommen und stabilisierend ist doch oben ziemlich gut. Einzigste Schwachstelle des Hauses ist hier auf der Seite. Das ganze Eck hier. Aber das kann ich jetzt noch stabilisieren. Ich habe jetzt hier unten noch jeweils zwei Zweierbricks eingebaut und jetzt hier stabil. So, jetzt seht ihr mal die fertig designten Häuser. Erstmal das Schwarz-Weiße mit dem Dark Red Dach.
Also hier gibt es eine kleine Dekoration hier. Die Seite und die Seite. Ja, die Dachform habe ich 1:1 übernommen vom YouTuber Bob Brickman. Und die Unterkonstruktion, da habe ich weniger Blades verbaut, um einfach die Kosten etwas geringer zu halten. Ich finde ein sehr schönes Haus. Auch hier mit der Dekoration hier ganz schön. Dann jetzt noch das neue Haus mit dem schwarzen Dach. Reddischbraun mit Tan. Ja, ähnliche Deko. Ihr seht hier das Loch noch. Da muss ich noch was einbauen. Ich habe gesehen, es gibt diese Tan Technik-Bricks sind sehr rar. Da muss ich mal gucken, vielleicht kann ich schummeln. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich da einbaue. Reddischbraun Räder sind auch nicht ganz so häufig zu finden. Ich habe am Schandstein hier noch eine 2x2 Blade Modified eingebaut. Ja, sieht ganz gut aus und jetzt stellen wir es mal auf. So, jetzt seht ihr hier die positionierten Häuser. Ja, vielleicht noch nicht final, aber so in etwa wird es sein. Hier vorne ein kleiner Brunnen und hier genug Platz für Grünzeug für den Garten. Ich habe hier noch genügend Zaunmaterial liegen, muss mal gucken, wie es am besten passt. Ich habe mich hier für die Leitern entschieden, aber dementsprechend auch hier solche Blade Modified, wo man die Zäune befestigen kann. Und das werden Bauernhäuser werden. Hier liegen hier ein paar Pferde rum, die sich hier austoben dürfen und dann wird es hier ein ganz schöner Platz. Hier noch nebenbei noch ein kleines Accessoire hier. Diese selber gebauten, relativ einfachen Bäume. Macht mal ein bisschen was Besseres her, wie zum Beispiel hier diese Standard-Lego-Bäume, die es teilweise auch gar nicht mehr zu kaufen gibt. Ja, das war's von den Bauernhaus-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.